diesem heutigen Spiel gegrüßt. Austragungsort dieser heutigen Partie ist das Allianz Stadium. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder ihre Kommentatoren. Wir haben für sie heute ein Squad-Battles-Spiel im Angebot. City gegen die Blades. Auf dem Papier ist es hier eine tolle Partie. Beide wollen zeigen, was sie drauf haben. Ich freue mich. Das ist die Aufstellung von City. Im Tor ist Manuel Neuer. Ruben Dias spielt mit Robin Knoche in der Verteidigung. Und vorne drin setzen sie auf Thomas Müller. Das ist die Aufstellung der Blades. Peter Cech ist im Tor. Ronald Araujo spielt mit Thiago Silva in der Abwehr. Federico Valverde steht mit Renato Sanchez im Zentrum und Didier Drogba steht im Sturm mit Rafael Leão. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Zieht diesen Ball zurück. Sie machen das Tor schon in dieser Anfangsphase. Fällt der erste Treffer und einen besseren Start hätten sie sich kaum wünschen können. Da kommt dieses Tor nochmal. Zuerst der Ball nach hinten und dann ist das toll gemacht im 1 gegen 1. Wunderbar durchgesetzt. So, wie werden die Blades nun reagieren? Sie liegen mit einem Tor hinten. Ronaldo. Der Angriff jetzt von den Blades. Jetzt ist er durch. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball. Havertz. Ball besitzt Müller. Thomas Rosicki. Sterling. Das Pressing ist da. Sanchez. Mit viel Einsatz Ballgewinn. Das ist Karim Malini. Thomas Müller. Gut verteidigt. Fast eine gute Aktion vom Torwart. Federico Valverde. Didier Drogba. Gute Chance. Gute Parade. Es gibt Eckball für die Blades.
Knoche kann klären. Icardi. Weg ist der Ball. Klasse Aktion. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Platz auf Außen jetzt für Rosicki. Thomas Rosicki mit der Chance. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Gut abgeblockt. Der Ball kommt nicht durch. Da hören wir den Pfiff. Nun geht's an. Anstoß zur zweiten Hälfte. City liegt im Moment knapp in Führung. Ist das die Möglichkeit? Thomas Rosicki, den hält er natürlich. Weg ins Zentrum. Ball ist erstmal wieder raus. City gibt den Ball her. Das gibt Vorteil, gute Entscheidung. Weiter diese Szene. Didier Drogba. Thomas Müller war stark vor der Pause. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Da haben sie jetzt einige Optionen. Jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Xavi Simons. Da ist Havertz. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Sie können über den Flügel kommen. Verwerfen. Das war nichts. Der Schuss geht deutlich drüber. Heute holen sie bislang einfach zu wenig Chancen raus. Und wenn man vor dem Tor so ungefährlich ist, dann kommt eben ein Rückstand dabei raus. Sie müssen zulegen. Vielleicht machen sie aus diesem Angriff jetzt was. Xavi Simons. Araújo mit dem Ball. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Es gibt einen Wechsel. Er bekommt Hilfe. Gut, den Ball geholt. Jetzt können sie angreifen. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Die Aktion war zu gefährlich. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Klasse Ball gewinnt. Vielleicht machen sie jetzt was draus. Platz für den Konter jetzt. Aber es hätte viel Platz auf dem Flügel. Und jetzt ein Schuss. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Xavi Simons. Verwerbe. Martinez. Ganz wichtig in dieser Szene, der Verteidiger holt sich den Ball. Oh, ganz alleine. Ah, Riesenchance. Aber kein Tor, Wolf. Kein Tor. Das wird sie ärgern. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Renato Sanchez. Es wird eng. Immer noch dieser knappe Rückstand, aber sie kommt noch mal. Aber da waren sie dicht. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert immer was, Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Es wird jetzt hier gewechselt. Shaw. Müller. Sein Timing ist schon klasse.
Havertz. Der verliert da den Ball. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Abseits, Thomas Müller. Das war's für heute. Wir hören den Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die Gastgeber. Knapper Sieg also am Ende. Knapper geht's nicht. Spricht schon für die Nervenstärke der Mannschaft. Schönem Wetter im Allianz Stadium. Willkommen zu diesem Spiel. Das gewohnte Team aus Wolf Fuß und Frank Buschmann wird Sie auch heute wieder durch dieses Spiel begleiten. Wir haben heute eine hochinteressante Begegnung für Sie im Angebot. City gegen die Fish and Chips. Wir freuen uns auf diese Begegnung, Wolf. Das verspricht Menge Spannung. Da ist er klasse rangekommen. Ja, der war zur Stelle. Sehr gut. Hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt. Erstmal geklärt. Jetzt Thomas Müller. Gutes Pressing. Das ist die heutige Aufstellung von City. Im Tor ist Manuel Neuer. Ruben Dias spielt mit Robin Knoche in der Verteidigung. Und vorne drin setzen sie auf Thomas Müller. Ja, wird hier gut unterstützt. So gehen die Fish and Chips in dieses Spiel. Wir sehen bei ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entspielen. Ganz kurz, das könnte es sein. Es läuft für Sie. Früh gehen Sie hier in Führung. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann das Tor aus kurzer Distanz. Das ist kein Problem mehr. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jacob Davenport. Und dann kommt doch nichts raus bei diesem Angriff. Karim Adeyemi. Der Ball kann er abfangen. Da bekommt er Unterstützung. Flanke geht in den Strafraum. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Boah, schwach gemacht. Macht sich klein und dann hält er diesen Ball. Jetzt die Ecke. Parade Neuer, immer noch gefährlich. So, den hat er. Aber die Szene zuvor, die würde ich mir gerne nochmal ansehen. Ja, das war eine klasse Parade. Da müsste alles auspacken, was er drauf hat. Neuer hält, war noch im Spiel. Angriff beendet.
gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Und sie können klären. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Okay. Ah, muss selber gehen. So, keine Karte, klar. Den Elfer muss es geben, aber ich glaube, viele haben da eigentlich auch mit der Karte gerechnet. Ich auch, Wolf. Hartes Einsteigen wäre gelbwürdig gewesen. Sie wollen die erneute Führung. Das war natürlich nichts daneben. Weiß er auch, er ist ja komplett vor dem Platz. Fish and Chips hat den Ball verloren. Kai Havertz. Das ist jetzt seine Chance. Hier kommt die Wiederholung. Ja, lässt sich überhaupt nicht irritieren. Kommt zum Abschluss. Klasse Tor. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Jetzt Thomas Müller. Das ist Thomas Kosinski. Die Chance jetzt. Tor. Doppelschlag. Was ist denn hier los? Sie legen direkt nochmal nach. Sie sind im Moment wirklich unaufhaltsam. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-1. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Die erste Hälfte ist damit vorüber. City führt deutlich in diesem Spiel. Jetzt geht es hier weiter. Anpfiff zum zweiten Spielabschnitt. Mitspieler frei. Jetzt kann der Pass kommen. Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Könnte Konter gehen. Sterling. Jetzt die Chance. Ja, damit sind sie mit 3 Toren vorne. Wieder so eine klasse Szene. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann ist das natürlich super gemacht. Tolle Technik und drin ist der Ball. Mit 3 Toren des City nun vorne. Überzeugender Auftritt. Können wir nicht anders sagen. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Ballverlust jetzt erstmal. Sterling jetzt am Ball. Chance. Ja, das ist auch so. Kai Havertz. Thomas Müller. Das ist Thomas Kosinski. Thomas Kosinski mit der Chance. Eigentor, hier sehen wir nochmal die Entstehung, ist natürlich bitter, da weiß er selbst, dass er da nicht gut aussieht, aber solche Tore gehören zum Fußball. 5-1 jetzt also der Spielstand. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Was wird er hier geben? Gleich wird hier ausgewechselt. Sie holen sich
das ist kein Ball, der für große Torgefahr sorgt. Fängt diesen Ball ab. Havertz. Das muss es was sein. Er zeigt auf den Punkt. Elfer. Keine Frage, das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich die richtige Entscheidung. Aber keine Karte zu zeigen, also da liegt er daneben. Sie wechseln. Nicht der Treffer. Da haben wir schon deutlich bessere Strafstöße gesehen. Ja, und das war nichts. Das weiß er auch. Thomas Müller. Sie holen sich den Ball. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Aus diesem Angriff können Sie also nichts machen. Toller Zweikampf. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Müller. Da setzt er sich gut durch. Und jetzt die Chance. Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Da sehen wir den Ballverlust. Ja, das ist ein guter Pass. Immerhin noch das Tor, aber an der Tendenz ändert das nichts mehr. Das wird eine Niederlage. Ja klar, liegen zu deutlich hinten, da geht nichts mehr. Das könnte vielleicht was werden. Aber das stellt sie doch vor keine großen Probleme. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Das ist Thomas Müller. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Spiel also gewonnen. Vor dem Tor nicht zu stoppen, das war schon klasse. Da konnten sie machen, was sie wollten. Ich glaube, in der Form heute hätte jeder Gegner Probleme.